Ian, weißt du, was deine Tochter möchte? Dass ich Rattenschwänzchen trage. Den ganzen Tag. Yay! Yeah. Oh, Eva. Mama. Ja? Du machst es ganz falsch. Ich bin die verrückteste Mama der Welt! Und Eva, war das jetzt so genehm? Ganz toll. Aber Mama, ich habe wieder eine Aufgabe für dich. Noch eine? Jetzt? Yep. Hallo, ich und Mama haben ausgemacht, dass ich aufsuchen darf, was ich mache und Mama macht. Und ich bin auch im Pyjama. Sie nennt mich mein Pyjama und die Mama. Und es ist noch ganz früh und ich wundere mich schon, was die Mama für mich machen kann. Bleibt auf jeden Fall dran zu sehen, was alles passiert. Ganz coole Sachen bestimmt. Und wir haben hier eine Challenge für euch. Schafft ihr es in 3 Sekunden, die danach umschlagen, die Glocke zu schalten und zu abonnieren. Wenn ihr es geschafft habt, schreibt super in die Kommentare. Wenn ihr nicht schreiben könnt, könnt ihr National Symbol in die Kommentare stellen. Und wir legen jetzt los. Hallo ihr Lieben. Eva hat mich darum gebeten, dass sie heute mal den ganzen Tag entscheiden darf, was wir machen. Das heißt, was sie macht und was ich mache. Und ich bin mal gespannt, was da auf uns zukommt. Und ich glaube, ich höre sie auch schon. Sie hüpft da ganz aufgeregt im Hintergrund. Da steht sie in den Startlöchern. Was ist denn los? Ich bin einfach so aufgeregt. Mama? Ja? Darf ich heute Pfannkuchen essen? Zum Frühstück? Willst du schon Pfannkuchen? Okay, wenn du das möchtest. Und darf ich dabei in Pyjama bleiben? Ja. Und darf ich dabei Eifel gucken? Ja. Und darf ich da drauf Marshmallow, wenn Pfannkuchen fertig sind? Ja. Danke. Und darf ich Sprinkles in Pfannkuchen, weil das wird dann extra lecker. Ach du meine Güte, willst du das alles? Ja. Okay, na gut, dann fange ich jetzt mal an, Pfannkuchen zu machen. Danke. Na, das hat sie sich ja clever ausgesucht, meine Kleine. Also ich mache jetzt für uns Pfannkuchen und dann werden wir mal frühstücken, mal ein anderes Frühstück. Aber Mama, das ist auch ein bisschen gut, weil dann hast du auch was ab. Stimmt, ich krieg auch was ab. Also, der Teig ist fertig und die Pfanne wird gerade heiß. Da hinten steht mein Kaffee in der Einhorntasse und irgendjemand wackelt hier. Nicht die Sprinkles vergessen. Was hast du für Sprinkles angeschleppt? Einhorn-Sprinkles. Okay, na dann. Ich warte jetzt auf meine Pfanne. Und das wird der allerbeste Tag der Welt. Ich darf die Einhörner nicht vergessen. Hier ist der fertige Pfannkuchen. Und was sagst du? Er ist super, aber Mama, wir haben auch eine Sache vergessen. Was haben wir denn vergessen? Kannst du dich daran erinnern, dass wir den iPad. Okay, gut, dann hol dein iPad. Danke. Na, dann lass es dir schmecken. Fängst du mit dem Marshmallow an? Ja. Und deine Kinder sind auch dabei? Das sind Evas neue Kinder, ihre Kuscheltiere. Du hast eine sehr interessante Art und Weise, den Pfannkuchen zu essen. Weiß ich halt. Eva, was machst du da? Mama, hast du schon deine Haare gemacht? Nee, noch nicht. Weil ich habe die Idee, dass du so kleine Rattenschwänzchen anhast. Den ganzen Tag? Ja. Okay, gut, dann mache ich mir jetzt Rattenschwänzchen. Sogar wenn du einkaufen gehst. Auch im Restaurant nachher? Jetzt. Ian, weißt du, was deine Tochter möchte? Dass ich Rattenschwänzchen trage. Den ganzen Tag. Yay! Oh, Eva. Oh Mann. Na, dann mache ich mir mal Rattenschwänzchen. Na toll. Wir gehen nämlich jetzt noch ins Restaurant und treffen ja meinen Papa und meinen Opa. Oh Mann. Okay, fertig. Hoffentlich ist das so gerecht. Eva, schau mal, ist das so in Ordnung? Ja. Ja, das ist super. Okay. Ich muss mir noch ganz viele Sachen für die Mama ausdenken. Vielleicht kann ich mal sagen, ich darf den ganzen Teig Eis essen. Nein, das war langweilig. Ich habe eine coole Idee für die Mama. Wartet mal ab. Na, Eva, was ist los? Mama, ich habe eine super coole Idee für dich. Nimm mal dein Handy auf. Ja. Poste
ein super lustiges Bild und schreibt dann unten Hashtag 0. Ich habe 10 Hamburger gegessen bei McDonald's mit Mayonnaise. Okay, wo soll ich das posten, bitte? Zu der Heike. Zur Heike? Okay, na gut. Und überall auch auf Instagram. Also der Heike schicken und auf Instagram posten, okay. So sieht dann das mit dem Snapchat-Filter aus. Ist das so in Ordnung, Ega? Ja, ja? Das ist ganz in Ordnung. Okay, gut, dann machen wir das jetzt. Okay. Also ich poste jetzt hier dieses Bild in den Stories oben, Mann. Und Avi, ist das so okay? Ja. So, also hier ist auch der Hashtag. Und jetzt machen wir das. Your Story. Oh Mann. Und jetzt müssen wir das nur noch der Heike schicken. Ja. Und Eva hat gerade gesagt, ich habe die ganze Zeit den Krümelchen auf der Backe. Ist ja toll. Läuft heute für mich, ne? Läuft. Und Eva, war das jetzt so genehm? Ganz toll. Aber Mama, ich habe hier eine Aufgabe für dich. Noch eine? Jetzt kannst du bitte, bitte meine Matheaufgabe machen. Du hast deine Matheaufgabe noch nicht gemacht? Nein. Übrigens heute Sonntag, ne? Aber. Ja. Kannst du die so schreiben, dass dem Lehrer nicht auffällt? Dass ich das gemacht habe? Okay, dann mach ich halt deine Mathehausaufgabe für dich. Was? Bringst du mir noch dein Mäppchen? Ja. Okay, also ich fange dann jetzt hier an. Ich will auch gucken, dass du richtig machst. Okay, gut. Mama, Mama, Mama. Ja? Du machst es ganz falsch. Das sieht nicht aus, wie ich es geschrieben habe. Okay, dann versuche ich es nochmal. Danke. Wir müssen jetzt gleich los, um meine Familie zu treffen, aber schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, ob ihr die Instagram-Story gesehen habt, die ich gerade gepostet habe. Folgt uns auf jeden Fall auf Ava und Jade auf Instagram, damit ihr solche witzigen Aktionen nicht verpasst. Und wir posten auch immer mal zwischendurch, was auf Instagram, was so im Tag passiert, was jetzt nicht unbedingt in unseren Vlogs oder hier auf dem Geschichten- und Spielzeug-Kanal gezeigt wird. Also es rentiert sich, uns auf Instagram zu folgen. Mir ist noch eine Idee eingefallen. Mama, wir müssen ja tanken, oder? Ja, müssen wir. Wieso? Weil, wenn wir da halten, mach mal das Fenster auf und schrei, ich bin die verrückteste Mama der Welt. Okay, ja gut, wenn du das möchtest. Cool. Ich bin die verrückteste Mama der Welt. Mama, du musst es viel lauter machen. Ich bin die verrückteste Mama der Welt. Mama? Ja? Welches Eis haben die? Weiß ich nicht, wieso. Eis ist Dessert. Nein, ich will erst eine Kugel Eis. Vorm Essen. Eva, schau mal, hier ist dein Eis. Und weil wir ja hier nicht gemein sind, dürfen mein Neffe und meine Nichte natürlich auch vorneweg Eis. Und gerade ist schon Evas Schnitzel gekommen. Isst du jetzt Eis und Schnitzel durcheinander? Wir sind wieder zurück und Ava macht meine Haare fein. Ja. Ava, es gibt gleich Abendessen. Und kannst du bitte erst alles aufräumen, bevor du rauskommst? Mama? Ja, mein Schatz? Räumst du mich auf? Oh, ehrlich? Ja. Okay, mach ich. Top? Mama, du bist ja fertig aufräumen. Yay! Ja. Abracadabra! Muss ich das auch noch aufräumen? Ja. Hast du mir das gerade beigezaubert zum Aufräumen? Ach. Na gut, dann mache ich das auch noch weg. Gut, fertig! Mama, Mama, Mama! Was ist los? Du hast noch 2 Sachen vergessen. Guck! Was denn? Das und das? Ja. Okay, und? Und noch das.
Die Dinger nehme ich normalerweise, wenn ich mich schminke und mache die Pinsel und so sauber. Wie sind die denn hier reingekommen? Ich weiß nicht, aber vergess nicht das. Das auch noch. Wo soll das hin? Dein Kunstwerk? Da. An die Decke? Okay. Ja. Naja, gut. Also ich glaube, wir gehen jetzt Abendessen. Ava, bevor ich jetzt den Tisch decke, was möchtest du denn zum Abendbrot essen? Brötchen oder Brot? Ess das nicht, Mama. Das esse ich nicht. Was ist? Du guckst ganz seltsam. Ich esse nur ich. Heute Abend Chips für Abendessen. Du wirst zum Abendessen heute Abend Chips essen? Ja, ich darf es aussuchen und es klappt und es klappt, ja. Okay, dann hol dir mal Chips. Freust du dich oder was? Ja. Appetit. Schnäckeli, ja. Es war aber nie die Rede davon, dass du auf dem Sofa essen darfst. Jetzt darf ich. Du darfst dir heute aussuchen, mein Schatz. Na, Schnecki, du bist ja fertig fürs Bett. Hast du dich schon fertig gemacht? Ich will so lange Fernseher gucken, bis ich einschlafe. Und deswegen hast du deine Bettwäsche hier reingezerrt? Ja. Okay, gut, wenn du das möchtest. Toll. Dann mach dir mal ein kleines Bettlager. Oder Mama und Papa ins Bett gehen. Und bevor ich das mache, sage ich nochmal tschüss. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit uns heute. Wir würden uns über einen... Vergesst bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren, sodass ihr nichts mehr verpasst. Schaltet die... Glocke an. Ding, ding. Dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn es neue Videos gibt. Und schaut auch bei uns auf... Instagram vorbei. Da heißen wir nämlich... Ava und Jade. Und wir sehen euch dann... Beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.